Das ist wirklich ein bisschen paradox. Professor Kumrun Wafa von der Harvard University meint, dass unser Universum vielleicht gar nicht existieren könnte. Und Wafa, einer der führenden Vertreter der String-Theorie, meint, mit diesem Ansatz Indizien für die Theorie finden zu können. Das wäre der absolute Durchbruch und würde unser Verständnis von Raum und Zeit und 6 bis 7 weiteren Dimensionen grundlegend verändern. What? Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Würden Belege für die Stringtheorie gefunden werden, dann käme das einer kompletten Änderung unseres Weltbildes gleich. Diese unbewiesene Hypothese besagt, dass nicht Teilchen die kleinsten Einheiten in unserem Universum sind, sondern Strings, viel kleinere Fäden, die je nachdem, wie sie schwingen, unterschiedliche Teilchen erscheinen lassen. Quarks, Bosonen oder Leptonen. Als Forschungsteams diese Fäden allerdings berechneten, stießen sie auf etwas Unglaubliches. Diese Strings existieren nicht in Raum und Zeit, sondern in viel mehr Dimensionen, nämlich 10 bis 11. Aber wo sind diese Dimensionen? Warum können wir sie nicht erfahren? Auch darauf hat diese Hypothese eine Antwort. Sie sind auf kleinstem Raum zusammengefaltet, quasi zusammengeknüllt. Beim Durchrechnen stellten die Forscher und Forscherinnen dann fest, dass auf dieser Grundlage aber und aber Universen existieren könnten. Und an diesem Punkt hat sich Kumrun Wafa jetzt festgebissen. Zahlreiche dieser Universen können nämlich gar nicht existieren. Und unser Universum gehört dazu, jedenfalls so, wie wir es bisher beschrieben haben. In einem existierenden Universum muss zum Beispiel die Gravitation viel schwächer sein als alle anderen Kräfte. Das stimmt hier. Gravitationswellen als Folge sind nur sehr schwach und kaum zu finden. Aber eines funktioniert laut seinen Berechnungen nicht. Ein Universum mit 70% dunkler Energie, wie wir es hier annehmen. Ein solches Universum ist laut Wafa unmöglich. Dunkle Energie ist eine auch erst theoretisch vorhergesagte Energie, die dafür verantwortlich ist, dass unser Universum immer schneller auseinanderdriftet. Während wir heute noch ganz viele Nachbargalaxien sehen können, wird das in ferner Zukunft nicht mehr der Fall sein. Sie sind zu weit weg, um sie sehen zu können. 70% dessen, was existiert, soll diese Energie in unserem Universum sein. Doch Wafa hat etwas anderes berechnet und das widerspricht wirklich so einigem. Laut seinen Berechnungen für ein existierendes Universum auf Basis der Stringtheorie darf diese Energie keinen festen Wert haben, sondern sie muss sich verändern. Sprich, in einem aus unserer Sicht geschlossenen System wie unserem Universum verändert sich der Inhalt. Das ist verrückt. Verrückt ist für die Physik aber auch der Wert der dunklen Energie. Nach Berechnung wäre es viel natürlicher, wenn die dunkle Energie, ungefähr 1000-mal stärker wäre, als sie ist. Aber als natürlich wurde bisher auch angesehen, dass sie einen laut Wafa unmöglichen festen Wert hätte. Also Schwamm drüber. Da scheint einiges nicht zu stimmen. Und da könnte Wafa jetzt helfen. Er hat nämlich ausgerechnet, wie sich die dunkle Energie ändern müsste, wenn die Stringtheorie gelten würde. Und das ist extrem langsam, aber messbar. Sprich, wenn eine Veränderung der dunklen Energie gemessen würde, dann wäre das ein starkes Indiz dafür, dass die Stringtheorie tatsächlich gilt. Das würde wirklich alles auf den Kopf stellen. Am CERN müsste dringend ein viel größerer Teilchenbeschleuniger gebaut werden, um die Strings zu finden. Und wir würden in einem doch sehr seltsamen 10- bis 11-dimensionalen Universum leben. Im Rahmen des Dark Energy Surveys wird gerade eine dreidimensionale Karte der dunklen Energie angefertigt. Zusätzlich werden sich die Weltraumteleskope VFIRST und Euclid in Zukunft die dunkle Energie genauer anschauen. Die Ergebnisse könnten wirklich revolutionär sein. Wenn ihr kein Video dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann abonniert, klickt so. Genau, Glocke nicht vergessen, dafür hier klicken. Folgt mir auf WhatsApp, da gibt es die Videos früher, dafür hier klicken. Keine Werbung mehr auf Klicksum gibt es, wenn ihr Mitglied werdet. Der Link ist unter dem Video, wenn nicht, mal am Computer anschauen. Und hier geht's weiter mit Das Ende des Universums. Bis dann. Bleibt dran.